Ich bin Alexandra, 21 Jahre alt und bin im dritten Lehrjahr zur Ausbildung der Bankkauffrau. Ich bin Hendrik, 19 Jahre alt und im zweiten Jahr der Ausbildung zum Bankkaufmann. Erst hat man sich online auf dem Bewerbungsportal Comdirect beworben. Dann kriegt man auch sehr schnell eine Rückmeldung, ob man dann zum persönlichen Gespräch eingeladen wurde oder nicht. Und zu dem persönlichen Gespräch gehört dann natürlich auch rundherum nochmal das Assessment Center, wo du sozusagen deine Fähigkeiten nochmal unter Beweis stellst, dass du mit Kunden umgehen kannst und mit Leuten auch gut ins Gespräch kommen kannst. Also ich finde, man muss in einem Auswahlverfahren einfach man selbst sein und vor allem ganz wichtig auch ruhig bleiben, nicht total diese Aufregung zeigen, die natürlich immer mit dabei ist. Und ich glaube, es ist auch noch ganz wichtig, dass man einfach das Interesse wirklich rüberbringt, dass das bei uns auch ankommt und dann, glaube ich, hat man echt gute Chancen. Wie in jeder Ausbildung, denke ich mal, gibt es am Anfang eine Einführungswoche, wo man erstmal auch die anderen Auszubildenden kennenlernt. Dann kommt man in die erste große Station, der Multikanal. Da ist man sozusagen Ansprechpartner für die Kunden, jegliche Kundenanfragen, ob das endlich per Telefon, E-Mail, Fax, Brief. Und danach die zweite große Ausbildungsstation, das nennt sich das Customer Care Center. Da werden Kundenreklamationen bearbeitet und spezielle Wertpapier- und Steuerthemen. Man besucht dann aber immer noch andere Abteilungen, damit man den großen Überblick sozusagen hat. Also ich finde ganz toll hier den Umgang zwischen den Leuten, zwischen den Menschen, den Einzelnen. Der ist total locker und man fühlt sich auch sofort einfach wohl und gut aufgehoben. Man wird in jeder Abteilung wie in so eine Familie mit aufgenommen, finde ich immer. Man bekommt Tutoren, die sich dann wirklich um einen kümmern und das ist wirklich, kann ich nur zustimmen. Wie ist die geregelt? Also wir haben einen festen Stundensatz, sage ich jetzt mal, den wir in der Woche dann machen müssen. Und dazu, das nennt sich dann Ein- und Ausstempeln, heißt, dass man so ein Zeiterfassungssystem hat. Man arbeitet immer so von 8 oder 9 Uhr bis 16:30 Uhr oder 17:30 Uhr. Einmal die Woche muss man aber von 11:10 Uhr dann bis 20 Uhr sozusagen die Spätschicht für uns Auszubildende. Die Berufsschule ist in Pinneberg. Dort haben wir immer Blockunterricht, so 4, maximal 5 Wochen sind diese Blöcke immer. Mein persönliches Highlight war bis jetzt die Hauptversammlung im Jahr 2016. Ich fand es einfach total cool, dass man mal gesehen hat, wie es hinter den Kulissen abläuft. Ich war vorher noch nie bei einer Hauptversammlung. Also für mich ist es so, dass es so viele kleine Highlights sind, die einem über die ganze Ausbildung hinweg begegnen. Sei es ein Kundengespräch mit einem besonders freundlichen Kunden, der dich dann eventuell auch gelobt hat.